Rosalie wird für ihr Zimmer selbst aufkommen. Das glaubst du doch wohl nicht. Was meinst du? Soweit ich Alfons richtig verstanden habe, ist es mit den finanziellen Reserven deiner Herzensdame nicht weit her. Sie hat mich und Felix herrschaftlich zum Essen eingeladen. Ganz sicher von Emmas Geld. Sie spielt hier die feine Dame, sitzt in der Fürstensuite. Und Emma putzt und zahlt. Das ist wirklich das Allerletzte. Es ist dir doch bestimmt recht. Und ich weiß, das ist viel verlangt, gerade unter den gegebenen Umständen. Andererseits, ihr beiden habt euch gestern so gut verstanden. Felix, worum geht's? Rosalie wird für ein paar Tage bei uns einziehen. Wir werden uns bestimmt gut vertragen. Aber du kannst... Es ist doch nur vorübergehend, solange bis wir was anderes gefunden haben. Sonst muss Rosalie zurück nach München. Und dann könnten wir uns kaum sehen. Ach komm, Felix, so tust du, als wäre München eine Weltreise. Schwesterchen. Oh, komm, gib dir einen Ruck. Ich werde Ihnen bestimmt keine Umstände machen. Sie werden gar nicht merken, dass ich hier bin. Sie haben recht. Ich werde es nicht merken. Weil Sie nicht einziehen werden. Entschuldige. Kannst du uns mal einen ganz kleinen Moment allein lassen? Ich kläre das. Sag mal, was hast du für ein Problem? Ich hasse es, vor veränderte Tatsachen gestellt zu werden. Rosalie ist unmöglich. Erst leiht sie sich Geld von mir, weil sie angeblich sonst ihre Miete nicht zahlen kann. Und dann gibt sie es für ein Essen mit Felix und seiner Schwester aus? Ich habe zwar schweren Herzens auf Felix verzichtet. Und ich will auch, dass es ihm gut geht. Aber deshalb lasse ich mir noch lange nicht auf der Nase rumtanzen von Rosalie. So geht das nicht weiter. Ich verstehe dich nicht. Die Wohnung ist doch groß genug für drei. Darum geht's doch überhaupt nicht. Okay, worum geht's dann? Das wäre nur für ein paar Tage. Ich möchte es einfach nicht. Hm? Warum? Du hast doch sonst auch öfter Leute bei dir wohnen. Warum nicht Rosalie? Weil ich sie nicht mag. Kannst du doch gar nicht beurteilen. Du kennst sie gar nicht. Oh komm, Felix, der gestrige Abend hat mir gereicht. Und außerdem, sie hat sich das Geld für die Einladung von ihrer kleinen Schwester geliehen. Sie hat was? Und wer sagt es? Das ist doch egal. Nein, ist mir nicht egal. Jedenfalls finde ich das ziemlich schäbig. Vielleicht hast du da irgendwas missverstanden. Hab ich nicht. Okay. Okay, vielleicht ist ihr die... Beziehung zu dir einfach nur so wichtig, dass sie sich extra darum bemüht. Das stimmt tatsächlich. Was? Liebe schaltet bei Männern den Verstand aus. Ey, mein Verstand funktioniert einwandfrei. Felix, du merkst überhaupt nicht, dass die Frau andere ausnutzt. Nur weil sie sich bei ihrer Schwester Geld leiht? Und was ist mit der Praxismiete für Frau Konopka, die du übernimmst? Hä? Ich bin mal gespannt, von welchem Geld sie die Fürstensuite zahlen will. Das hat sie dich doch bestimmt auch schon gefragt. Nein, das hat sie nicht. Dann wird sie es noch tun. Das ist genau ihre Masche. Sie lässt sich aushalten. Sag mal, hattest du noch nie einen finanziellen Engpass? Felix, sei doch nicht so naiv! Ich bin nicht naiv. Ich lasse mich nur von dir, Rosalie, nicht schlecht machen. Und ich lasse nicht zu, dass diese Schmarotzerin hier einzieht und am Ende gar nicht mehr geht. Vorsicht. Vorsicht, das ist meine Freundin. Und das hier ist meine Wohnung. Ach so. Okay. Okay, gut. Wenn du Frust hast, weil es mit deinen Beziehungen nicht klappt, lass den nicht an mir aus. Ich hoffe, das Essen gestern Abend hat geschmeckt. Ich muss dir was erklären. Weißt du, was mich am allermeisten ärgert? Dass du mich angelogen hast. Mir erzählst du, du müsstest deine Miete in München bezahlen. Und das dabei... muss ich auch. Ehrlich, Ich wollte das Geld dafür verwenden. Und dann ist dir Felix begegnet und du hast auf einmal Hunger bekommen, oder was? Was ich getan habe, das war nicht in Ordnung. Das ist mir schon klar. Und ich kann auch verstehen, wenn du sauer bist. Sauer? Stinksauer bin ich. Aber Felix' Schwester, irgendwie kann sie mich nicht leiden. Oh Wunder. Und mit dem Essen wollte ich erreichen, dass sich unser... Verhältnis ist spannend. Auf meine Kosten? Felix und ich, wir wollen zusammen sein. Da ist es mir auch wichtig, von seiner Familie akzeptiert zu werden. Ich habe das auch für Felix getan. Kannst du das nicht wenigstens ein bisschen verstehen? Ich weiß, es war dir gegenüber nicht fair, das Geld dafür auszugeben, aber
Ich wusste mir keinen anderen Rat. Du hättest mir die Wahrheit sagen müssen. Das hat sich so ergeben, ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Ach komm, jetzt bitte, sei mir nicht böse. Du machst es dir ganz schön einfach, Rosalie. Versetz dich doch mal in meine Lage. Du würdest doch auch alles für Felix tun. Hat es sich wenigstens gelohnt? Nee, ich fürchte, Victoria kann mich immer noch nicht leiden. Ach komm, jetzt mach's mir nicht so schwer. Ich habe mich doch schon entschuldigt. Gut. Normalerweise ist Frau Tarasch ganz nett. Das wird schon noch. Hoffentlich. Felix hat mir angeboten, bei ihm einzuziehen. Und, machst du's? Victoria ist dagegen. Er spricht gerade mit ihr. Herr Sonnbichler, haben wir da noch ein freies Zimmer? Ja, wir sind nicht ausgebucht. Wieso brauchen Sie eins? Frau Engel bräuchte eins. Sie räumt die Fürstensuite. Das ist schon passiert. Oh, danke. Ich könnte ihr die 23 geben. Die 23 ist schön. Mhm. Zu welchen Konditionen? Wie meinen Sie das? Preisnachlass, Rabattermäßigung. Da geht leider gar nichts. Anweisung vom Chef. Herr Sonnbichler, mir gehören 50% des Hauses. Das weiß ich. Aber die anderen 50% hält der Herr Saalfeld. Und wenn Sie ein Zimmer günstiger hergeben möchten, müssen Sie sich mit ihm einigen. Ach, kommen Sie schon. So einen kleinen Spielraum gibt's ja doch immer, oder? Ja, natürlich gibt's den. Aber den muss ich immer mit ihm absprechen. Das will er so. Ist er da? Ja, er ist da. Morgen. Guten Morgen. Was macht der denn da? Arbeiten. Wie bitte? Ja, der Chef hat ihn wieder eingestellt. Ich muss Werner wegen des Zimmerpreises fragen und er entscheidet eine Personalfrage über meinen Kopf hinweg? Frau Tarasch, unsere Geschäftsführerin, wird sich wegen der Menüvorschläge bei Ihnen melden. Ja, danke, Dr. Kaufmann. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Ich muss mit dir reden. Wenn es um deine Freundin und die Fürstensuite geht... Sag mal, stimmt es, dass du deinen Bruder wieder eingestellt hast? Ja, das ist richtig. Ich wollte dich heute noch darüber informieren. Ja, natürlich. So wie du Charlotte über wichtige Entscheidungen informiert hast. Hinterher. Das mit André hat sich's ergeben. Ihr wart total zerstritten. Zeiten ändern sich. Sag mal, Werner, hast du vergessen, was dein Bruder alles angestellt hat? Felix, irgendwann muss man mit der Vergangenheit abschließen, sonst findet man keinen Frieden. Oh komm, diese heiligen Nummer nehme ich dir nicht ab. Du bezweckst doch irgendwas damit. Keineswegs. Ich habe mich endlich mit André wieder ausgesöhnt, worüber ich sehr froh bin. Außerdem ist er ein hervorragender Koch. Einen solchen findet man nicht an jeder Straßenecke. Warum suchen wir seit Wochen? Ja, da müssen wir die Suche eben intensivieren. Seinetwegen hat unser Restaurant den Stern behalten. Seinetwegen musste meine Mutter sterben. Und mein Vater saß monatelang unschuldig im Gefängnis. Was wir alle zutiefst bedauern. Felix, auch wenn du André am liebsten auf den Mond schießen würdest. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. André ist mein Bruder, ich habe ihn eingestellt und damit basta. Irrtum. Du kannst solche Dinge nicht allein entscheiden. Als gleichberechtigter Partner habe ich dann Wörtchen mitzureden. Hi. Hi. Na, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Doch. Wahrscheinlich nur die Nachwirkung von der Grippe. Aber du passt auf dich auf, ja? Mhm. Kann ich dich was fragen? Klar. Wieso hast du mich nicht vorgewarnt, dass meine Mutter die Praxis vom Bergmeister übernimmt? Das war die Entscheidung von Herrn Saalfeld. Ich wusste davon auch nichts. Er weiß doch, wie ich zu ihr stehe. Und du weißt, wie er ist. Wenn er sich was in den Kopf setzt, ja, dann... Dass er die Praxis wieder vermieten will, das kann ich auch verstehen. Aber warum ausgerechnet an meine Mutter? Ich frage mich, was er sich davon verspricht. Glaubt sie wirklich, ich verzeihe alles, was sie mir angetan hat? Simon, wenn du möchtest, wir können heute Abend was zusammen essen und dann in Ruhe über alles reden. Hm? Es geht leider nicht. Ich bin mit Marie verabredet. Wir wollen zum Waldfest. Kann spät werden. Ja, dann vielleicht ein anderes Mal. Hm? Genau. Es läuft uns nicht weg.
Besserung. Danke. Ob er in den Mord an Obote verwickelt ist, das wird der Prozess zeigen. Solange gilt im Zweifel für den Angeklagten. Und was ist, wenn er verurteilt wird? Das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Du warst doch sonst auch immer so um den Ruf des Fürstenhofs besorgt. Und plötzlich beschäftigst du einen Verbrecher? Ob er ein Verbrecher ist, das wird der Prozess zeigen. Ich weiß. Okay, hör zu. Selbst wenn er freigesprochen wird, es bleibt immer irgendwas haften. Und können wir es uns leisten, deswegen Gäste zu verlieren? Das werden wir schon nicht. Also langsam mache ich mir Sorgen um dich. Wenn ich meinen Bruder verteidige? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber nicht André, er wird sich nie ändern. Felix, ich verstehe ja, dass du dich auf die Seite deines Vaters stellst. Aber als Mitinhaber hast du die Verpflichtung, an das Wohl des Fürstenhofs zu denken. Und du hast die Verpflichtung, solche Entscheidungen mit mir abzusprechen. Ich sagte ja bereits, dass ich mich mit André wieder ausgesöhnt habe. Das hat sich ganz spontan ergeben. Trotzdem, Werner, du kannst solche Dinge nicht im Alleingang entscheiden. Ja, kommt nicht wieder vor. Versprochen. Okay. Ich muss mit dir noch mal über Rosalies Unterbringung reden. Nein, dazu ist alles gesagt. Das glaube ich aber nicht. Du kannst doch nicht deinen Bruder einstellen und bei Rosalie auf Stur schalten. André dreht zum Einkommen des Fürstenhofs Weihen, verursacht keinerlei Kosten. Was man Frau Engel nicht sagen kann. So. Sie hat ja wohl bisher durch keinerlei Können geglänzt. Dein Bruder wird hier nicht mehr arbeiten. Und das ist mein letztes Wort. Ja, bitte. Grüß Gott, Frau Dr. Kodopka. Ich wollte Ihnen die Mittagspause ein bisschen versüßen. Ist der für mich? Ich habe gedacht, so eine Praxiseröffnung, die müsste doch gefeiert werden. Das ist wirklich sehr nett. Ich danke Ihnen. Ich bringe Ihnen kurz in die Teeküche. Wie war denn der erste Tag? Immerhin 3 Patienten. Donnerwetter, so viel. Muss ich ja auch erst rumsprechen, dass die Praxis wieder auf ist. Ja, leider kann ich als Ärztin ja keine Werbung machen. Wie hat es denn Simon aufgenommen, dass Sie wieder hier sind? Na ja, begeistert war er nicht gerade. Der muss sich halt an den Gedanken erst mal gewöhnen. Ich wünsche mir so, dass er es schaffen könnte, mir eines Tages zu verzeihen. Das schafft er bestimmt. Aber Sie dürfen ihn nicht drängen. Nein, nein. Geduld war zwar noch nie meine Stärke, aber ich werde mich darin üben. Also, wenn es eine Annäherung gibt, dann muss sie von ihm ausgehen. Denken Sie an das schöne alte Sprichwort. Die Zeit heilt alle Wunden, auch die von Simon. Tut mir leid, aber ich musste noch was mit meinem Onkel besprechen. Und? Er ist so selbstherrlich, ich könnte ihn nicht... Nee, ich meine nicht ihn, deine Schwester. Hat sie es sich anders überlegt? Ja. Dann kann ich also nicht bei dir einziehen. Nein, sie lässt nicht mit sich reden. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zurück nach München zu gehen. Moment, da muss es noch was anderes geben. Ich hätte gern, dass du an meiner Seite bleibst. Aber das klingt, als gäbe es noch ein anderes Problem. Ich meine, ich unterstütze dich natürlich gern, wo ich kann, aber wo soll ich denn wohnen? Tja, bei deiner Schwester kannst du nicht wohnen. Nee, das geht gar nicht. Das ist eine Schnapsidee. Wenn ich nicht schon die Miete für meine Wohnung und das Büro in München zahlen würde, dann... Ich lasse mir was einfallen. Versprochen. Weißt du eigentlich, was für ein toller Mann du bist? Gelegentlich kommt eine ganz tolle Frau vorbei und sagt's mir. So.
Und jetzt erzähl mir von deinem geschäftlichen Problem. Ja. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Es geht um Personalentscheidungen. Das ist eine lange Geschichte. Frau Tarasch, kümmern Sie sich bitte um das Jubiläum der Firma Kaufmann. Mache ich, aber zuerst sind die Gehaltsabrechnungen dran. Die sind noch nicht gemacht? Leider auch nur zwei Hände. Ja, ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber das machen Sie hervorragend. Frau Tarasch, was ist mit Ihnen? Nur die Grippe. Ich hätte sie ordentlich auskurieren sollen. Und dann die viele Arbeit. Seit Frau Marquardts Tod und Simons Rückkehr ins Restaurant bin ich wieder alleinige Geschäftsführerin mit doppeltem Pensum. Frau Tarasch, wenn Sie sich nicht fit fühlen, lassen Sie sich bitte von Frau Dr. Konopka durchchecken. Ich brauche keinen Arzt, ich brauche einen zweiten Geschäftsführer. Das ist so schön geworden. Wie hast du das nur hingekriegt? Danke. Gern geschehen. Ich lieb's doch zu nähen. Warte mal kurz. Das zupfen wir noch ein bisschen auf. So. Perfekt. Dein Simon wird Augen machen. Meinst du wirklich, ich gefall ihm? Er wird den Blick nicht von dir wenden können. Und beim Tanzen wird er dir wahrscheinlich die ganze Zeit auf die Füße treten vor Aufregung. Was denn? Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr getanzt. Hoffentlich blamier ich mich nicht. Moment, das haben wir gleich. Darf ich bitten? Na, wunderbar. Und? Na also, das geht doch. Also, was du dir Sorgen machst, warte mal kurz. Du, ihr beiden werdet einen riesigen Spaß haben, wirst sehen. Du bist eine richtige Freundin. Ein Jammer, dass Felix sich nicht in dich verliebt hat, sondern in deine oberflächliche Schwester. Rosalie ist nicht oberflächlich. Sie ist nur manchmal so ein bisschen leichtsinnig. Darf ich dich daran erinnern? Sie hat dein hart verdientes Geld auf den Kopf gehauen. Ja, sie zahlt's mir ja zurück. Nein, da bin ich mir nicht so sicher. Sie hat ja auch keine Skrupel, sich auf Felix einzulassen, obwohl sie ganz genau weiß, dass du in ihn verliebt bist. Naja, man kann sich doch nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Das ist Simon. Wie sehe ich aus? Total fesch. Es wird ihn umhauen. Ich weiß zwar nicht, wie Sie es geschafft haben, Ihren Bruder einzuwickeln, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich habe viele Fehler gemacht. Und Sie geben mir die Mitschuld am Tod Ihrer Mutter. Ja, was ja wohl nicht unberechtigt ist. Ihr habt das nicht gewollt, glauben Sie mir. Und es tut mir auch unendlich leid. Es tut Ihnen unendlich leid. So eine kleine Entschuldigung und alles ist wieder in Ordnung? Ja, wenn ich es rückgängig machen könnte... Sparen Sie sich Ihre Reue. Herr Saalfeld, Herr Konopka, Frau Sonnbichler, bitte. Das ist eine Sache zwischen Herrn Konopka und mir. Sie werden hier nicht mehr lange kochen, dafür sorge ich. Ich verstehe Sie ja, aber meine Entschuldigung ist ernst. Sie werden hier keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Verlassen Sie sich drauf. An seiner Stelle würde es mir genauso gehen. Ja, aber Sie haben doch nicht diesen tödlichen Unfall mit seiner Mutter verursacht. Ja, aber sein Vater saß monatelang im Gefängnis, nur weil ich nicht den Mut hatte, auszusagen. Ja, Felix, Saalfeld wird sich auch wieder beruhigen. Und irgendwann wird er Ihnen auch verzeihen. Er geht die Welt unter. Das glaube ich nur jetzt wieder nicht. Marie und Simon amüsieren sich jetzt bestimmt total auf dem Waldfest. Wie gerne wäre ich jetzt auch da. Mit Felix. Warum kann ich mich nicht in einen Mann verlieben, der mich auch liebt? Rosalie? Diese Victoria, ich könnte den Hals umdrehen. Dann hat Felix sie nicht umstimmen können? Dabei gehört Felix die Wohnung genauso. Wie soll es denn nun weitergehen mit ihm und mir? Wenn ich zurück nach München gehe, dann sehen wir uns kaum noch. Was wird dann aus uns? Ihr werdet schon eine Lösung finden. Ja, das hat er auch gesagt. Und alles nur wegen seiner blöden Schwester. Sie möchte halt ihre Ruhe haben bei all dem Stress, den sie hat. Dann soll sie zur Kur fahren, verdammt nochmal. Ach komm, jetzt sei nicht ungerecht. Felix ist auch schon total genervt von ihr. Schau, Victoria ist die Einzige, die ihm aus seiner Familie geblieben ist. Die beiden hängen total aneinander.
Wenn es jetzt zu einem dauernden Streit zwischen ihnen käme, das wäre schrecklich für Felix. Dann soll sie mal einen Zacken toleranter werden und die Freundin ihres ach so geliebten Bruders akzeptieren? Vielleicht sollst du noch mal auf sie zugehen. Wie denn? Ich habe doch schon gestern Abend meinen guten Willen gezeigt. Und als Dank darf ich nicht mal ein paar Tage bei ihr wohnen? Oh ja, ein Essen reicht vielleicht nicht. Versuch dich mit ihr anzufreunden. Einen Teufel werde ich. Die Frau kann mir gestohlen bleiben. Die wird schon sehen, was sie davon hat. Zum Glück steht Felix auf meiner Seite. Herr Sonnenbichler hat gesagt, du wolltest mich sprechen? Ja. Ich wollte noch einmal in Ruhe mit dir reden. Irgendwie müssen wir es ja einigen. Felix, ich habe einen Fehler gemacht, das ist klar. Ich hätte dich vor Andres Wiedereinstellung konsultieren müssen. Die Situation ist neu für mich, ich muss mich erst daran gewöhnen. So neu ist sie auch nicht, du musstest dich vorher mit Samir... Jedenfalls führen wir beide den Fürstenhof jetzt gemeinsam. Wir beide sind verantwortlich für Erfolg und Misserfolg. Und die Betonung liegt auf wir beide. Das Letzte, was ich möchte, ist... dass wir uns streiten. Das will ich doch auch nicht. Sehr schön. Und damit du siehst, wie ernst es mir ist mit deiner neuen Verantwortung für das Hotel, mache ich folgenden Vorschlag. Du weißt, wie überarbeitet deine Schwester ist. Ja. Und da der Posten des zweiten Geschäftsführers vakant ist, dachte ich mir, wieso übernimmst du diesen Posten nicht? Das würde sich auch finanziell für dich lohnen. Verstehe. Und im Gegenzug dafür soll ich die Wiedereinstellung deines Bruders akzeptieren? Jawohl. Sagen wir mal so, es wäre nett, wenn du dich dazu durchringen könntest. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Gibt's noch ein kleines Problem? Ich hasse Speck. Ich lass mich doch von dir nicht bestechen. Moment, Felix, Moment. Wer spricht denn hier von Bestechung? Der Posten des zweiten Geschäftsführers ist vakant und du hättest eine Aufgabe. Felix, ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um deine Schwester. Wenn sie nicht bald Unterstützung bekommt, bricht sie zusammen. Ich habe sie heute regelrecht zum Arzt zwingen müssen. Nein, 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 du willst mich kaufen. So läuft das nicht. Da musst du dir was Besseres einfallen lassen. Ihr Blutdruck ist ziemlich niedrig. Ja, ich fühle mich auch total müde und schlapp. Sie hatten doch kürzlich erst eine Grippe, oder? Ja, die ich nicht ordentlich auskuriert habe. Also auf jeden Fall schon die nächsten Tage, das ist ganz wichtig. Wie denn? Ich weiß vor lauter Arbeit nicht, wo mir der Kopf steht. Wenn Sie zusammenklappen, bleibt die Arbeit auch liegen. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ich wollte fragen, ob Sie mir irgendein Aufbaupräparat geben können. Wir müssen jetzt erstmal die Ursachen für Ihr Unwohlsein herausfinden. Ich denke, das liegt in der Grippe. Ja, es kann auch Eisenmangel sein, Virusinfekt, ein Zeckenbiss. Sprich, noch mehr Untersuchung. Wir müssen auf jeden Fall ein großes Blutbild machen, ja. Dafür müssten Sie morgens nüchtern zu mir in die Praxis kommen. Ja, aber nicht diese Woche. Ich habe ein wahnsinniges Arbeitspensum, dazu eine Jubiläumsveranstaltung. Okay, aber lassen Sie uns jetzt einen Termin für die Blutabnahme abmachen, ja? Ich kann mich jetzt noch nicht festlegen. Aber dann melden Sie sich, wenn Sie können. Mache ich. Was machen wir bis dahin, damit es mir besser geht? Stress vermeiden, vitaminreiche Kost, ausreichend Schlaf. Ich bekomme keine Spritze oder irgendein Rezept. Nein, ich halte nichts davon, an den Symptomen herumzudoktern. Gut, dann nehme ich ihm irgendwelche Vitamintabletten. Dafür brauche ich wenigstens kein Rezept. Melden Sie sich wegen des Termins, ja? Und nehmen Sie das bitte nicht auf die leichte Schulter. Der arme Felix. Er sitzt total zwischen den Stühlen. Er möchte natürlich zu Rosalie halten, weil er verliebt in sie ist. Andererseits hängt er sehr an seiner Schwester. Es wäre furchtbar für ihn, sich mit ihr zu zerstreiten. Ach, Mama. Hey. Hey. Darf ich mich zu dir setzen oder magst du lieber alleine sein? Bitte. Kennst du das Gefühl, wenn du eigentlich glücklich sein solltest, aber du bist es nicht? Sehr gut sogar.
Rosalie hat mir erzählt, dass du Probleme mit deiner Schwester hast. Das ist aber leider nicht die einzige Baustelle. Es macht dir zu schaffen, dass Herr Konopka wieder am Fürstenhof arbeitet? Ja, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie Werner so einem Verbrecher verzeiht. Es bringt deine Mutter aber auch nicht wieder zurück, wenn du jetzt unversöhnlich bist. Sie konnte doch auch verzeihen. Tja, aber nicht so einem Menschen. Herr Saalfeld und Herr Konopka sind Brüder. Würdest du Viktoria nicht auch eher was nachsehen als einem anderen Menschen? Also mir geht das mit Rosalie sehr oft so. Manchmal bin ich wahnsinnig wütend auf sie, aber weil sie meine Schwester ist, kann ich ihr nie lange böse sein. Trotzdem, das kann man nicht miteinander vergleichen. Doch, vom Prinzip her schon. In einer Familie ist es doch normal, dass man sich gegenseitig hilft. Und auch, dass man sich eine zweite Chance gibt. Weißt du, Werner kann seinen Bruder privat so oft treffen, wie er will, aber dass er hier wieder im Fürstenhof zu kochen anfängt, das kommt nicht in Frage. Ich verstehe dich sehr gut. Aber ein kleines bisschen kann ich auch Herrn Saalfeld verstehen, dass er seinen Bruder nicht verstoßen möchte. Als Teilhaber des Hotels bist du natürlich gezwungen, dich mit ihm zu arrangieren. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Felix, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist lieb von dir. Aber ich schaffe das schon allein. Eine gute Idee, noch mal herzugehen. Ja. Reiner Egoismus. So bin ich länger in deiner Nähe. Der Abend war echt schön, danke. Auch wenn ich dir beim Tanzen ständig auf die Füße getreten bin? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Nee, das Fest war echt perfekt. Ja. Bis auf eins. Du hättest dich aufstellen lassen sollen. Für die Wahl zur Waldkönigin. Du bist viel hübscher als die Kandidatin, die da gewonnen hat. Quatsch. Doch. Hey, ich bin Fachmann, ich kann es beurteilen. Fachmann? Ja? So. Ich war in Australien mal bei so einer Misswahl in der Jury. Echt? Mhm. Welche Miss? Die weltberühmte Miss Glühwürmchen. Da sind alle Kandidatinnen nicht größer als 1,50. Ich fand den Abend auch richtig schön. Ich würde das gerne mal wiederholen. Sehr gern. Geschäftsführer werden? Das ist doch super. Verstehst du denn nicht? Werner hat mir den Job nur deswegen angeboten, damit ich im Gegenzug seinen Bruder als Koch absegne. Klar verstehe ich das. Trotzdem ist es ein toller Job. Eine Hand wäscht die andere. Aber dabei werden beide schmutzig. Das tut mir leid, das ist nicht meine Art. Also ich würde es ein bisschen pragmatischer sehen. Rosalie, ich lasse mich nicht kaufen. Das sollst du doch auch nicht. Aber als Geschäftsführer hättest du mehr Einfluss und das wäre doch nicht schlecht. Schau, du könntest zum Beispiel dafür sorgen, dass ich am Fürstenhof bleiben kann. Ja, das könnte ich, das stimmt. Aber ich will mich ja noch im Spiegel ansehen können. Das kannst du doch trotzdem. Und wie? Ich hab da schon eine Idee. Felix ist ein ziemlicher Dickschädel. Das liegt wohl in der Familie. Egal, was ich sage. Er weigert sich, deine Wiedereinstellung zu akzeptieren. Mhm. Mir hat er auch eine klare Ansage gemacht. Und das stellt mir doch tatsächlich, ich wollte ihn mit dem Geschäftsführerposten kaufen. Wolltest du nicht? Jetzt fange ich auch noch an.
Was sind das bloß für Zeiten, wo nicht mal mehr eine Bestechung funktioniert? Seine Mutter war Nonne. Wahrscheinlich hat ihr gottgerechtes Leben auf ihn abgefärbt. Ich bin davon ausgegangen, dass er den Deal akzeptiert. Schließlich würde er mehr verdienen. Und seiner geliebten Schwester helfen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn es nicht um dich ginge, ich bin sicher, er hätte das Angebot angenommen. Und jetzt? Frag mich was Leichteres. Wenn du meinetwegen Ärger mit Felix bekommst, das will ich auch nicht. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich gehe. Nein, da kommt überhaupt nicht in Frage. Du bleibst am Fürstenhof. Ja, aber... Hier geht's ums Prinzip. Lass mich doch nicht von meinem Neffen auf der Nase rumtanzen. Er wird seine Meinung nicht ändern. Abwarten. Er wird schon noch kapieren, wie er hier das Sagen hat. Herein. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Tarasch. Herr Sponheim, ich habe schon Feierabend. Kommen Sie morgen früh in mein Büro, wenn es um was Geschäftliches geht. Ich bin privat hier. Ihr Bruder schickt mich. Ich soll ein paar Sachen für ihn holen. Was für Sachen? Zahnbürste und frische Klamotten. Das glaube ich jetzt nicht. Er möchte die Nacht mit seiner Freundin in einem Gästezimmer verbringen. Ja, und warum holt er seine Sachen nicht selbst? Andere vorschicken ist ja wohl das Allerletzte. Felix weiß ganz genau, wie schlecht es mir geht. Und anstatt Rücksicht auf mich zu nehmen, zieht er so eine Nummer ab. Das müssen Sie mit ihm klären. Ich führe nur einen Auftrag aus. Ein Auftrag? Als nächstes schickt er einen Anwalt. Das gibt es nicht. Entschuldigung, welches Zimmer ist es denn? Das unaufgeräumte zweite rechts. Ich sollte Ihnen auch noch etwas ausrichten. Ja, nun kommen Sie auf den Punkt. Frau Engel wird das Zimmer morgen bei Herrn Sonnbichler bezahlen. Sie bräuchten sich diesbezüglich keine Sorgen zu machen. Als war das Waldfest ein voller Erfolg. Mein Dirndl war der schönste weit und breit. Hat's mit dem Tanzen geklappt? Einigermaßen. Wir haben so viel gelacht. Simon, der ist einfach so toll. Du Glückliche. Der kann so witzige Geschichten erzählen von Australien. Und? Wie küsst er? Wie kommst du denn darauf, dass wir geknutscht haben? Auch du? So wie du strahlst, doch klar, dass ihr euch näher gekommen seid. Küsst einfach göttlich. Und diese Augen, hast du dir mal seine Augen angeguckt? Diese langen Wimpern? Wahnsinn. Jetzt ist es also passiert. Du hast dich verliebt. Meinst du, es geht ihm genauso? Naja, ich glaube, Männer merken sowas immer erst ziemlich spät, wenn überhaupt. Ich habe keine Lust, nochmal Gefühle in einen Mann zu investieren, der sie nicht erwidert. Simon hat ziemlich viel durchgemacht in den letzten Monaten. Nach der Trennung von Samia und vorher von Victoria ging es ihm ziemlich schlecht. Du meinst, er ist noch nicht offen für eine neue Liebe? Nee, du, so meine ich das gar nicht. Ich glaube einfach nur, er weiß ganz genau, wie sich Liebeskummer anfühlt. Und deshalb wird er dir nie unnötig wehtun. Es würde auch gar nicht zu ihm passen. Guten Morgen, Werner.
Morgen. Ich habe noch mal über unser Gespräch von gestern nachgedacht. Falls du mir wieder Vorwürfe machen willst. Dein Angebot, Geschäftsführer zu werden, steht das noch? Ja, selbstverständlich. Es soll keine Bestechung sein. Nein, eher ein Wort. Gut, dann nehme ich es an. Das ist ja mal eine erfreuliche Nachricht. Du bist genau der Richtige für diesen Posten. Tja, dann auf erfolgreiche Zusammenarbeit. Auf den neuen Geschäftsführer. Ja, deine Mutter wäre stolz auf dich. Wir sind eine Familie und sollten an einem Strang ziehen. Du kannst dir deine Rede sparen. Ich bin mir meiner Verantwortung im Hotel gegenüber durchaus bewusst. So spricht ein echter Saalfeld. Dass ich dir vorgeworfen habe, du würdest mich kaufen wollen, war nicht so ernst gemeint. Komm, ist doch schon längst vergessen. Schön, schön, schön. Dann hast du sicherlich auch kein Problem damit, dass ich bei meiner Meinung bezüglich deines Bruders bleibe. Wie jetzt? Meine erste Amtshandlung als Geschäftsführer wird sein, einen neuen Chefkoch für den Fürstenhof zu finden. Keine Angst, keine Angst. Er wird den Qualitäten deines Bruders in nichts, glaub mir, absolut gar nichts nachstehen. Schönen Tag noch. Ein deftiges Frühstück ist genau das, was du jetzt brauchst, damit du wieder zu Kräften kommst. Wer sagt denn, dass ich das nötig habe? Nee, du warst mit einer jungen Dame aus, bist spät nach Hause gekommen. Muss ja nicht immer von dir auf andere schließen. Du wirst mir doch jetzt nicht sagen, dass mein Sohn ein Kostverächter ist. Hör mal zu, wenn ich mit einem Mädchen ausgehe, heißt das nicht, dass ich gleich mit ihr schlafe. Naja, beim ersten Date nicht, aber hoffentlich beim zweiten. Es war nett mit Marie auf dem Fest, klar. Aber was daraus wird, werden wir sehen. Wie gefällt dir die kleine Sonnenbüchler, was? Marie ist echt süß. Die hat Humor. Sieht super aus. Na, worauf wartest du? Greif zu. Willst du mich jetzt verkuppeln, oder was? Ich will, dass du dich ein bisschen amüsierst. Ich meine, nach dem Mist, den du mit den Frauen erlebt hast, kann dir doch keiner verübeln. Tja, du hast recht. Viel Spaß hatte ich in letzter Zeit wirklich nicht. Also bleib dran. Sag mal, war läuft in München nicht gerade ein gutes Musical? Stehen Frauen angeblich drauf, oder? Entschuldigung, ich will nicht stören. Herr Konopka, ich würde gerne ein paar Menüvorschläge mit Ihnen durchsprechen für ein Firmenjubiläum. Du hättest den Felix mal hören sollen, wie der den André angegangen ist. Also, ich bin fest der Meinung, der will den rausekeln. Also aus der Sicht von Felix ist es ja wohl auch verständlich. Ja. Und an wem bleibt es dann wieder hängen? An mir. Ja, stimmt. Wenn er sich durchsetzt, dann bist du erst mal wieder allein in der Küche. Also, weißt du, ich habe dieses ganze Gerangel hier sowas von satt. Ja, aber nach allem, was vorgefallen ist, da kann man es am Felix nicht verübeln, dass er den Konopka nicht mehr sehen will. Ja, und was wird aus dem Fürstenhof? Ja, die werden schon einen neuen Koch finden. Ja, das meine ich doch gar nicht. Ich meine das grundsätzlich. Es ist doch eine ganz unmögliche Situation, beiden 50% gleiche Anteile zu geben. Da können sie doch auf gar keinen grünen Zweig kommen. Jetzt sei halt einmal ein bisschen optimistisch. Der Fürstenhof hat bisher noch jede Krise überstanden. Alfons, ich appelliere an deine Vernunft. Ja, was willst du jetzt damit sagen? Dass es eine Schnapsidee von Charlotte war. Zwei solche Dickköpfe, gleichberechtigt. Ich finde die Idee immer noch gut. Wenn weder der Senior noch der Felix allein entscheiden können, dann müssen sie sich einfach an einen Tisch setzen und gemeinsame Lösung finden. Siehst du ja. Klappt ja schon prima. Komm, jetzt beeil dich mal ein bisschen, Ben. Wir sind wirklich spät dran. Wenn der Tag schon hektisch anfängt, dann kannst du ihn komplett vergessen. Ein gemütliches Frühstück. Das ist A und O. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so langsam ist wie du. Gibt's bei dir überhaupt etwas, was schnell geht? Ich werde schnell müde. Ach komm, wir sind wirklich spät dran. Dann geh halt schon mal vor. Oder wir nehmen uns ein Taxi. Ich habe aber keine Lust, Geld aus dem Fenster zu werfen. Das tust du doch sowieso schon. Dein Fenster heißt Rosalie. Meine Sache, oder?
Die verpulvert deine Kohle und du kannst dir noch nicht mal ein Taxi leisten. Soll ich dir sagen, wie ich das finde? Ja, ich weiß, Rosalie kann nicht gut mit Geld umgehen. Also ich bin auch ab und zu mal knapp bei Kasse. Aber dann teile ich mir das eben ein und lebe nicht weiterhin auf großem Fuß. Das ist ja ganz was Neues aus deinem Munde. Und du unterstützt sie auch noch dabei. Sie zahlt mir ihre Schulden ja zurück. Du musst ihr Druck machen. Das kann ich nicht. Hallo? Also bei mir machst du das doch auch ununterbrochen. Wenn du nicht dran bleibst, dann siehst du dein Erspartes nie wieder. Meine Schwester ist ein ehrlicher Mensch, ich kenne sie. In Bezug auf deine Schwester hast du ein Brett vorm Kopf. So ein Quatsch! Jedenfalls ist sie nicht wie du. Ihretwegen gibt es sogar schon Krach zwischen Felix und seiner Schwester. Ja, ich weiß, Frau Tarasch war nicht besonders nett zu Rosalie. Zum Streiten gehören immer zwei. Hast du schon mal daran gedacht, dass die Tarasch vielleicht einen Grund hatte? Ja, die beiden sind einfach noch nicht so warm miteinander geworden. Rosalie ist eine Egoistin, die nur an ihren Vorteil denkt. Wenn das stimmt nicht. Ich weiß, sie wirkt manchmal so, aber so ist sie wirklich nicht. Das weiß ich ganz genau. Ihr Mitarbeiter möchte meinen Dispo-Kredit nicht erhöhen. Und Sie als Filialleiter haben da sicherlich einen größeren Spielraum. Ja, ich weiß, dass mein Kreditrahmen ausgeschöpft ist. Aber in ein paar Tagen zahle ich alles zurück. Ich stehe nämlich kurz vor einem Geschäftsabschluss und bis dahin muss ich unbedingt wiederbleiben. Dann eben nicht. Oh, Mist. Oh, Herr Saalfeld. Ach, das ist aber nett, dass wir uns treffen. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit? Ich würde gerne was mit Ihnen besprechen. Sehr schön heute. Gar keine Frage, aber... Da gibt es kein Aber. Doch. So wie du es dir vorstellst, so läuft es nicht. Eine aufgewärmte Beziehung. Das kommt für mich nicht in Frage. Darf ich Sie kurz stören? Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Was kann ich für Sie tun? Ich weiß, ich bin noch in der Probezeit, aber ich wollte Sie fragen, ob ich heute Abend vielleicht ausnahmsweise früher gehen darf. Sie hatten gestern Ihren freien Tag. Ja, schon, aber ich bin nach München ins Musical eingeladen und wenn ich nicht früher gehe, dann schaffe ich das nicht. Ihre Verabredung, ich nehme an mit Simon Konopka. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte Ihnen gar nicht in Ihr Privatleben reinreden, aber... Schon klar. Den freien Abend kann ich mir wohl abschminken. Ich glaube, ich sollte Ihnen etwas über Simon sagen. Simon war ein hochanständiger Kerl. Wieso war? Weil er sich in letzter Zeit ziemlich verändert hat. Inwiefern? Ich glaube, es ist besser, wenn ich mich da raushalte. Inwiefern hat er sich verändert? Vor nicht allzu langer Zeit hat sich Samia Gruber von ihm getrennt. Sogar kurz vor der Hochzeit. Ich weiß aber, worauf wollen Sie hinaus? Er hat das Ganze noch nicht verarbeitet. Ich will Ihnen einfach nur sagen, passen Sie auf sich auf und seien Sie vorsichtig. Wie meinen Sie das? So, wie ich es gesagt habe. Glauben Sie, weil er enttäuscht wurde, lässt er sich nicht auf eine Beziehung ein? Er will nur ein bisschen Spaß zwischendurch?
Sie wären jedenfalls nicht die Erste, bei der er so eine Nummer abzieht. Ich habe gehört, dass es zwischen Ihnen und Felix zu einem kleinen Zerwürfnis gekommen ist. Frau Engel, Sie sind Felix' Freundin. Deswegen spreche ich noch lange nicht über unsere Probleme mit Ihnen. Felix' Wohl liegt mir wirklich sehr am Herzen. Genau wie das des Fürstenhofs. Das ist sehr lobenswert. Aber ich habe jetzt einen wichtigen Termin. Sie entschuldigen mich bitte. Herr Saalfeld. Sie wollen doch auch, dass Ihr Bruder im Fürstenhof bleibt. Und es wäre doch schön, wenn Felix seine Meinung ändern würde. Nicht wahr? Das wäre allerdings in meinem Interesse. Ich habe einen gewissen Einfluss auf ihn. Und auf seine Entscheidungen? Und Sie wären eventuell bereit, diesen Einfluss zu Ihren Gunsten zu nutzen? Natürlich nur, wenn Sie sich entsprechend erkenntlich zeigen. Und wenn ich das nicht tue? Dann sind Sie in absehbarer Zeit arbeitslos. Ohne die Zustimmung meines Bruders können Sie das nicht entscheiden. Und er wird damit nicht einverstanden sein. Aber glauben Sie mir, ich werde Mittel und Wege finden. Da können Sie sich drauf verlassen. Hey, gut, dass ich dich treffe. Hey, Simon. Sag mal, kann es sein, dass du irgendwas dagegen hast, dass ich mich mit Marie Sonnbichler treffe? Ich habe ein Gespräch mitbekommen. Zwischen Rosalie und Herrn Saalfeld. Die beiden wollen dich reinlegen. Das ist unmöglich.